Hallo und herzlich willkommen bei den Papierverrückten. Ich bin's, die Christina, und ich möchte euch in einer kleinen Serie zeigen, was ihr alles mit Stencils machen könnt, also mit Schablonen. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Ich habe mir jetzt hier mal so ein Stencil-Set, also ein Schablonen-Set genommen. Und das ist jetzt vom Action, das ist relativ neu. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt heute mal einfach in die Reihe. Ich packe das Ganze mal aus und suche mir jetzt einfach mal ein Design aus. Ich würde jetzt einfach mal das hier nehmen, das finde ich echt ganz hübsch. Da muss ich hier noch kurz ein bisschen hier was raustrennen. Das sollte eigentlich nicht drin sein. Ich nehme mir jetzt hier mein Stenciling-Tool. Wer das nicht hat, kann auch einfach ein Klebeband nehmen und das Ganze dann festkleben, damit das Ganze nicht verrutscht. So, dann nehme ich mir ein Stückchen weißen Cardstock. Das ist jetzt eigentlich hier beliebig. So. Auch von der Größe her bin ich da jetzt erstmal nicht so eingeschränkt. Ich kann mir das Papier nachher noch zurechtschneiden. Und jetzt kann ich mir das Ganze hier einmal befestigen, damit es nicht verrutscht. So, und dann zeige ich euch eigentlich auch schon die erste Anwendungsmöglichkeit. Und zwar kennt ihr vielleicht auch solche Schablonen noch aus der Kindheit, ja, wo man unterschiedliche Motive einfach nachzeichnen konnte. Und das würde ich jetzt einfach auch mal mit euch machen. Das heißt, ich nehme jetzt einfach irgendeinen Stift. Ich überlege gerade, welche Farbe. Aber das spielt theoretisch keine große Rolle. Ich nehme jetzt einfach hier mal so ein Petrolblau. Und dann kann ich mich hinsetzen und kann einfach hier das Motiv erst einmal nachzeichnen. Das mache ich jetzt mal. Ich lasse den Schnelldurchlauf durchlaufen. Dann könnt ihr mir dabei noch ein bisschen über die Schulter blicken. So, und wenn ich jetzt alle Linien nachgefahren habe, kann ich mir mein Stencil einfach einmal entfernen. So, und jetzt kann ich mir überlegen, wie ich hier mit dieser Schablone sozusagen weiter verfahren möchte. Ich kann jetzt mir überlegen, ob ich zum Beispiel jetzt diese Zwischenräume hier kolorieren möchte oder eben hier diese Außenrahmen. Gucken wir mal, ich habe jetzt hier mal meine Twin-Marke, meine Alkoholmarke vom Action mal hier hingelegt. Da habe ich eben unterschiedliche Blau- und Grüntöne. Und ich würde jetzt sagen, ich fange jetzt einfach mal mit einem Blauton an. Das ist jetzt hier so ein Aquament. Und kann jetzt hier eben das Ganze einmal kolorieren.
und habe jetzt sozusagen meine Vorlage schon da liegen. Das ist jetzt das fertige Endprodukt. Ich habe hier euch nochmal alle Zahlen und alle Farbtöne, die ich jetzt hier verwendet habe, damit ihr das nachmachen könnt, wenn ihr wollt. Und jetzt würde ich sagen, machen wir da einfach eine Karte draus. Das heißt, ich nehme mir jetzt erstmal eine Grundkarte. Das ist jetzt hier eine graue Grundkarte, Standardmaß. Und dann können wir uns das jetzt hier einmal zurecht trimmen. Dafür nehme ich jetzt hier meinen Hebeschneider. Und jetzt mache ich erstmal hier so einen Abschluss. So, und jetzt nehme ich einfach mal so 3¼ Inch. Mal 5½ Inch. So. Sieht doch schon ganz gut aus. So. Jetzt klebe ich mir mit 3D-Pads einmal fest. So, und jetzt nehme ich hier wieder mein Schächtelchen. Das hat sich echt bewährt. Ich finde das genial. Jetzt nehme ich mir einfach hier nur so ein bisschen was raus. Auch nochmal 3D Foam Pads drauf. So, und wer will, kann jetzt noch ein bisschen was verzieren, aber ich finde das eigentlich echt genial so. Da habt ihr einfach eine schnelle Männerkarte. Und ich finde, das mit dem Stencil sieht richtig gut aus. Ich zeige euch jetzt auch gleich noch weitere Varianten, wie ihr das Ganze noch gestalten könnt. Das Reststückchen, das behalte ich mir jetzt erstmal hier. Da lässt sich auf jeden Fall nochmal so eine Karte draus machen. Finde ich mega cool. Und wie gesagt, jetzt zeige ich euch noch eine weitere oder zwei weitere Varianten, wie ihr eben noch mit dem Stencil und dieser Technik arbeiten könnt. Also das ist jetzt die Karte, die wir zusammengebastelt haben. Dann habe ich jetzt quasi jetzt nicht die Innenräume ausgemalt, sondern die Zwischenräume, also das, was weiß ist im Stencil. Und habe das Ganze noch mit dem Metallic Watercolors beglittert. Einfach Spruch drauf, ein bisschen Band und fertig. Und dann habe ich nur die Ränder genommen und ihr seht das ganz zart im Hintergrund
und habe dann einfach noch einen Stanzteil draufgeklebt, Spruch drauf und fertig ist das Ganze. Ich hoffe, euch hat der erste Teil jetzt zu dieser Serie gefallen und ihr schaut euch dann auch natürlich die weiteren Teile an. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Christina.